Wisst ihr, was eine der wichtigsten Eigenschaften des Muslims ist? Eine Eigenschaft, die fest verbunden ist mit dem Iman eines jeden Muslims. Der Muslim, ihm ist alles verhasst, was Allah verhasst ist. All das, was Allah als verboten oder Unrecht definiert hat. Und der Muslim liebt all das, was auch sein Herr Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Wenn ein Muslim ein Unrecht sieht, zehrt dieses Unrecht an seiner Seele. Es zerreißt ihn. Er kann nicht schweigen und einfach über dieses Unrecht hinwegsehen. Das sind die Früchte vom Iman, meine lieben Geschwister. So sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, wer von euch etwas Übles sieht, soll es mit eigener Hand ändern. Und wenn er dies nicht vermag, so soll er es mit seiner Zunge verändern. Und wenn er dies nicht kann, dann mit seinem Herzen. Und dies ist die schwächste Form des Glaubens. Das Unrecht, das Übel, von dem ich euch erzählen möchte, ist allgegenwärtig. Der Islam und seine Werte werden an den Pranger gestellt. Islamische Pflichten wie das Kopftuch werden beschmutzt, als rückständig und als Unterdrückung der Frau bezeichnet. Man will die muslimische Frau ihres Rechtes berauben, ein Kopftuch zu tragen. Das Kopftuch mag für viele nur ein bedeutungsloses Stück Tuch sein. Aber für unsere Schwestern ist es die Hingabe zu ihrem Herrn. Es ist ein Symbol der Verbindung zwischen ihnen und ihrem Schöpfer und die Erfüllung ihres Glaubens. Der Tag ist gekommen, wo unsere Schwestern Angst haben müssen, diese Liebe zu leben. Die Liebe, die ein Teil ihres Herzens und ihrer Seele ist. Lasst es nicht zu. Lasst es nicht zu, dass sie hilflos auf Knien fallen und nach diesem Stück Tuch betteln müssen, das man ihnen entrissen hat. Jetzt ist der Moment, dieses Unrecht zu verhindern. Nie zuvor waren wir Muslime im Westen uns so nah. Das Gefühl der Einheit, das Gefühl füreinander da zu sein und für unsere Rechte gemeinsam einzustehen, war nie so stark wie heute. Niemals zuvor. Wir sprechen von einem Gebot Allahs, das man uns verwehren will. Die Pflicht, ein Kopftuch zu tragen, welches ein fester Bestandteil der islamischen Kultur darstellt und in der gesamten islamischen Geschichte. Niemals. Ja, niemals ein Streitthema war. Das will man uns wegnehmen. Und lasst euch von irgendwelchen Islamexperten nichts anderes erzählen, die selbst nur Ausreden suchen, um die islamischen Pflichten nicht erfüllen zu müssen. Das Schweigen vieler Muslime trägt seine Früchte in Österreich. Man hat das Kopftuch unserer Schwestern an Grundschulen verboten. Wo ist unser Aufschrei? Und wo war eure Stimme, als man Tag für Tag das Kopftuch in den Medien, in Talkshows, in Debatten und im politischen Diskurs attackiert hat? Wir müssen begreifen, es geht hier eigentlich gar nicht um das Kopftuch. Es ist der Hass gegen den Islam. Der Hass gegen all die islamischen Werte. Man will uns vorschreiben, wie wir denken und leben sollen. Heute ist es das Kopftuch für Grundschulkinder. Morgen kommt dann das generelle Kopftuchverbot für Frauen. Was dann? Und was, wenn unsere Moscheen geschlossen werden? Das Freitagsgebet oder das fünfmalige Pflichtgebet verboten wird? Viele werden sagen, das ist doch absurd. Es gibt doch die Religionsfreiheit. Absurd schien auch der Gedanke, dass Österreich das Kopftuch für Grundschulkinder verbieten könnte. Aber es ist geschehen. Heute geschah es in Österreich und morgen kann dies auch in Deutschland passieren. Und noch beschämender ist es, wenn aus den Reihen der Muslime Stimmen laut werden, die auch noch bestätigen, dass das Mädchen in der Grundschule kein Kopftuch tragen muss oder soll. Fürchtet Allah, fürchtet Allah. Jeder Muslim weiß, dass ein Mädchen, welches die Pubertät erreicht hat, verpflichtet ist, ein Kopftuch zu tragen. Und das kann sehr wohl bereits eine Schwester betreffen, die noch in der Grundschule ist, mit ihren 10, 11, 12 oder 13 Jahren. Nicht nur, dass ihr dieser medialen Hetze nichts entgegenbringen wollt, jetzt bestätigt ihr die Hetze auch noch in ihrem Vorgehen. Und kommt bitte nicht mit dem Argument, sie werden gezwungen. Die allermeisten muslimischen Mädchen, die das Kopftuch tragen, lieben es, sich so zu kleiden, wie Allah es für sie vorgesehen hat. Lieben es, so auszusehen wie ihre eigenen Mütter, die aus Liebe und Überzeugung zum Islam das Kopftuch tragen. Wir müssen Folgendes begreifen, meine lieben Geschwister. Die Stimmung in der Gesellschaft ist die Voraussetzung für jegliches politische Handeln. Werden mehr Stimmen gegen den Islam laut und wir schweigen, werden mehr und mehr Maßnahmen gegen uns eingeleitet. Wir müssen eine ganz klare Haltung einnehmen und laut werden. Es reicht nicht nur, dagegen zu sein. Wer auch immer unter den Muslimen mobilisiert und öffentlich für die Rechte der Muslime eintritt und in öffentlichen Kampagnen unsere Interessen vertritt, so unterstützt diese Leute. Die gesellschaftliche Atmosphäre, meine lieben Geschwister, ist es, die wir beeinflussen müssen.
Auf dieser Grundlage, auf dieser Stimmung aufbauend, werden nämlich Gesetze verabschiedet, wie das des Kopftuchverbots. Genauso, wie es in Österreich passiert ist. Das, was in Österreich geschehen ist, kann genauso hier in Deutschland geschehen. Wenn wir heute schweigen und hinnehmen, dass man die islamischen Werte angreift, wird das Leben für uns Muslime hier immer härter werden. Dessen seid euch gewiss. Aber noch viel wichtiger ist die Frage, was war mein Beitrag? Wie werde ich Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber Rechenschaft ablegen? Was habe ich getan? Oder habe ich vielleicht nur geschwiegen? Hätte ich nur etwas gesagt, als die Zeit noch da war. Als man noch etwas hätte tun können. Lasst uns nicht zu diesen Leuten gehören, die es irgendwann bereuen werden, wenn es schon zu spät ist. Allah spricht das im Koran an. Wenn dann der Tod an einen von ihnen herantritt, sagt er, mein Herr, bring mich zurück, dass ich Gutes tue von dem, was ich unterlassen habe.